So, hallo, ich bin der Reason, SL2 Coach Terraner Sektionsleiter sozusagen. Ich übernehme alle Sachen für die Terraner bei uns im Hause und ich zeige euch heute ein Tutorial, in dem wir ein paar neue Mikro-Tricks lernen können, Mikromechaniken, die euch vielleicht helfen können in der Zukunft, ein bisschen ja, effizienter mit euren Einheiten umzugehen. Ist natürlich alles auf ein paar auf eine Anfängerbasis aufgebaut. Das heißt, Leute, die sich ein bisschen mit dem Spiel auskennen, dürfen jetzt nicht große, weltverändernde neue Tricks lernen oder erwarten dürfen. Aber sind schon ein paar coole Moves dabei, die ich auch erst relativ spät gelernt habe. Und ja, starten wir mal mit dem ersten Trick. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit dem ersten Trick für euch im Petto. Und ich muss das Overlay ein bisschen umbauen, weil, ja, ich musste das Video nach hierhin verlegen, von hier, weil ihr müsst hier unten rechts diese Anzeige sehen, damit ihr ein bisschen besser die Tasten versteht oder die Felder, die ihr drücken müsst, um die Tricks und Mechaniken, die ich euch jetzt beibringen werde, ausführen zu können. Und der erste Trick behandelt ja, eine Medivac-Mechanik, in der ihr lernt, beim Fliegen eure Einheiten auszuladen. Also die Marines, die zum Beispiel hier jetzt hier im Medivac sind, könnt ihr im Fliegen ausladen, indem ihr fliegt, ganz normal mit eurem Medivac. Und dann diese Taste V ist ja normal ausladen. Normales Ausladen ist V und auf den Boden klicken. Keine große Neuheit. Das wissen wahrscheinlich ein Großteil der Leute. Aber ihr könnt auch während des Fliegens ausladen. Das heißt, ihr nehmt eure Medivacs, fliegt und drückt V, die Taste, die unten rechts war, also die Taste, und drückt während des Fliegens einmal auf euer Medivac mit Linksklick. Dann ladet ihr eure Medivac während des Fliegens aus. Das könnt ihr euch bei mehreren machen, aber immer wieder V vorher klicken und Linksklick auf die Medivacs. V, Linksklick auf die Medivacs. Und das während des Fliegens. Dann ja, habt ihr eine ganz schöne Linie, könnt ihr machen hinter Eco-Lines etc. Sehr nützlich in diversen Situationen, also das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal direkt merken. Dann eine weitere Geschichte, wenn ihr jetzt droppen wollt mit einem einzelnen Medivac oder mit ein oder zwei, je nachdem. Und droppt beispielsweise hinter einer Eco-Line, müsst ihr euch vorstellen, hier ist gerade eine Eco-Line und ihr werdet angegriffen. Dann könnt ihr, währenddessen ihr angegriffen werdet und euer Medivac noch auslädt, euer Medivac befehlen, dass es stoppt auszuladen, also dass nicht weitere Marines ausgeladen werden und euch dann direkt natürlich aus dem Kampf wegbewegen. Das ist ganz hilfreich, wenn, sage ich mal, beispielsweise Heiden kommen oder wenn ja, Blinkstalker kommen, einfach, oh Gott, ich muss raus, schnell, wie, zack, fertig und raus damit. Normalerweise muss man dann warten, bis alle Marines ausgeladen ist oder man lässt einen Marine zurück, aber man kann auch einfach W, also die Stopptaste, diese Hotkey ist das W, wie ihr auch zum Beispiel Stop and Go machen könnt. Viele machen das auch mit T-Klick, aber mit der W-Taste, mit der Stopptaste einfach aufs Medivac klicken, da dann die W-Taste drücken und euer Medivac hört auf auszuladen und dann könnt ihr euch schneller aus dem Kampf entfernen. Eine weitere Geschichte, die vielleicht noch ganz hilfreich sein könnte, ist, dass ihr auch hier gezielt Sachen ausladen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise ja, hier eine Widowmine drin hättet und die als erstes ausladen wollt, könnt ihr hier einmal kurz draufklicken, dann lädt ihr genau das aus, was gerade in diesem Feld hier gezeigt wird. Ist auch ganz hilfreich, wenn ihr zum Beispiel Micro mit eurem Medivac machen wollt und gewisse Units immer wieder ausladen wollt. Wenn ihr zum Beispiel, ja, hier, keine Ahnung, die Einheit ist eingeschlagen, ladet sie ein, könnt ihr sie hier direkt wieder ausladen und so weiter und so fort. Ja. So viel zu den Medivacs. Kommen wir gleich zum nächsten Trick und ja, bis gleich. So, nächster Trick, nächste Wahnsinnsfahrt. Diesmal geht es um die SCVs und es ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Trick, den ich euch hier zeigen werde. Wenn ihr zum Beispiel gedroppt werdet und ihr müsst eure SCVs wegziehen und aus der Kampfzone entfernen, angenommen hier wäre jetzt ein Drop, können wir jetzt hier mal kurz symbolisieren, weiß nicht, die Hellions wären dann hier gerade gedroppt und ihr müsst eure SCVs wegziehen. Müsst erstmal die ganze Geschichte defenden. Stellt euch das jetzt mal kurz ein bisschen vor. Stellt euch das vor. Krass, so eine epische Vorstellung, etc. etc. Ist halt jetzt nur fürs Szenario. Denn ihr hättet dann jetzt diese SCVs weggezogen und die würden hier rumeideln. Statt immer einzeln die Kästchen zu ziehen und die Worker zurück zur Arbeit zu schicken, wie man es normalerweise machen würde. Das ist aber Zeit raubend und manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ihr nicht alle SCVs kriegt, könnt ihr Steuerung F1 klicken und habt alle Idle Worker ausgewählt. Das heißt, alle 18 Idle Worker, die ihr jetzt hier gerade ja, auf dem Feld habt, werden ausgewählt und ihr könnt dann einfach Rechtsklick auf die Mineral Line und zack, eure Worker sind direkt wieder am Arbeiten.
Das ist eine sehr hilfreiche Sache. Ist auch ganz gut, dann könnt ihr nämlich vorher hier, wenn Hellion zum Beispiel kommen, eure Sachen schnell splitten. Gar kein Thema. Und dann einfach ein Klick F1. Jetzt natürlich erstmal warten, bis sie idlen. Und zack, seid ihr wieder zurück am Start mit euren Workern und wieder am Arbeiten. Ja, super hilfreiche Sache. Habe ich auch relativ spät erst gelernt. Und ich hoffe, dass euch das auch helfen wird, um euch besser gegen Drops defenden zu können. So, nächster Trick. Auch eine sehr hilfreiche Geschichte. Wenn ihr euch zum Beispiel gegen irgendwelche All-Ins defenden müsst und Bunker gebaut habt. Das heißt, jetzt würde hier ein Angriff kommen von Roachling Baning beispielsweise oder ein Blinkstalk All-In etc. etc. Ist es ganz hilfreich, seine Worker auf Auto-Repair zu stellen. Das bedeutet, ihr wählt eure SCVs aus. Und hier gibt es ja den Repair-Button, C. So könnt ihr natürlich repairen oder ihr klickt einfach auf auf den Bunker, aber das ist jetzt derzeit nicht das Thema. Ihr könnt mit Shift-Rechtsklick auf dieses Symbol eure SCVs auf Auto-Repair stellen. Shift-Rechtsklick auf das Symbol und jetzt repairen die alles, was nicht mit bei 2 auf dem Baum ist. Seht ihr, könnt ihr etwas angreifen, den Bunker beispielsweise, und die SCVs laufen automatisch dahin und repairen es. Sehr hilfreich gegen All-Ins, um euch auf Micro-Geschichten konzentrieren zu können und nicht immer wieder eure SCVs auf die Bunker zu stellen. Das ist eine super Geschichte von StarCraft 2 und ja, die repairen das komplett immer voll. Nur empfehlenswert und sollte vermutlich den einen oder anderen All-In abwehren können in der Zukunft. Und ja, gehen wir weiter zum nächsten Trick. So, kommen wir zum letzten Trick dieser Ausgabe sozusagen. Ich denke, ich werde das in Zukunft öfters mal machen, wenn mir noch irgendwelche sehr interessanten Moves einfallen. Und ich habe da noch ein paar im Hinterkopf, die auf jeden Fall in der nächsten Episode rankommen werden. Mal gucken, wie viele Episoden wir damit füllen können. Kommen wir hier erstmal zu einem weiteren sehr interessanten und sehr wichtigen Move. Wenn ihr euch mit eurer ganzen Armee bewegt und eure ganze Armee ausgewählt habt, könnt ihr mittels Tab die einzelnen Gruppen durchswitchen. Das sollte vielleicht schon bekannt sein. Also mit Tab können wir hier aufs Medivac gehen. Haben jetzt die Medivacs ausgewählt. Mit einem weiteren Tab sind wir auf den Widowmines, können diese eingraben etc. etc. Ist auch im weiteren Matchup sehr, sehr wichtig. Nicht nur im TVZ, wie die Composition hier gezeigt wird. Im TVP zum Beispiel, wenn ihr Ghosts habt, sind eure Ghosts ja priorisiert. Und dann einfach per Tab könnt ihr Inputs auf eure Bio-Einheiten gehen, um die dann zu stimmen etc. Sehr, sehr hilfreich. Aber eine andere Geschichte noch zu diesen Gruppen und Tab-Möglichkeiten in Gruppen ist sehr wichtig auch, dass ihr mit Shift und Tab direkt auf die gegenübergelegene Gruppe gehen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier in dieser Gruppe sind ja 3 verschiedene Einheitentypen, geht ihr in dieser normalen Reihenfolge, in der Prioritätenreihenfolge erst auf die Medivacs und dann auf die Widowmines. Aber mit Shift geht ihr den anderen Weg, das heißt von hinten sozusagen. Ist sehr wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel pushen wollt, habt eure Widowmines vergessen vorher zu binden, wie es hier zum Beispiel der Fall ist, oder neue Reinforcements von Widowmines kommen, die über die Map laufen und ihr sie nicht gut auswählen könnt, weil sobald ihr Marines in der Gruppe mit Widowmines habt, werden erst die Marines fokussiert oder prioritisiert. Könnt ihr einfach hier euch auf den Weg machen und Shift, Tab, habt ihr direkt eure Widowmines und könnt sie eingraben. Und das funktioniert natürlich dann auch beim Reinforcen. Das zeige ich auch noch eben kurz. Das heißt, wenn beispielsweise jetzt dieses Trüppchen hier zurückkommt und ihr gerade auf dem Weg zurück seid am Retreaten, könnt ihr einfach Shift, Tab, habt ihr diese Widowmine ausgewählt und könnt mit diesen Marines weitere Angriffe starten. Das soweit zu den Tricks und Tipps für diese Ausgabe. Ich werde da, wie gesagt, hoffentlich noch ein paar andere machen und ich hoffe, dass euch das schon ein bisschen geholfen hat und über Feedback etc. würde ich mich freuen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.